Hallo Masters-Fans, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom. Ja, das schöne Sammeln rund um unsere Giganten ist unser Thema, denn da gibt es wieder etwas Neues. Und vorher komme ich schon mal ganz kurz zurück auf die letzte Sendung, die ich euch gemacht habe. Und zwar hatte ich da aus der zweiten Wave der Revelations Toyline Teela. So, kann ich nochmal zeigen. Teela. Ihr habt euch sehr schön rege unterhalb meines Videos ausgetauscht, aber auch auf diversen Social Media Plattformen. Und euch ist natürlich hier die maskuline Art von Teela, ja, so wie sie dargestellt wird, samt, ich sag's jetzt mal, Lesbenkampffrisur, ja, das wurde so gesagt, ja, werde ich übernehmen, wurde sich ausgetauscht und einige waren mit dieser Teela gar nicht einverstanden, weil sie halt jetzt nicht mehr so, jetzt wie soll ich sagen, sie ist halt jetzt in der Revelation-Serie anders, ja, sie ist jetzt eine kleine Rebellin geworden, ja. Aber da habe ich auch, warum ich eigentlich darauf zurückkomme, ist, da habe ich ja gesagt, dass diese zweite Wave eine neue Verpackung hat. Also, dass jetzt ab sofort oben hier drauf steht, dass es hier 30 Gelenkpunkte gibt und auf der Rückseite der Verpackung, dass es eine Biografie von, in diesem Fall, Teela gibt. Jetzt muss ich mal was richtigstellen, das habe ich jetzt rausbekommen, das ist eine amerikanische Verpackung. Denn die amerikanischen Verpackungen ist genauso wie bei den Origins, haben eine Biografie hinten drauf. Das gibt es bei der europäischen Version wohl gar nicht. Und ich hatte wohl Glück und hatte eine amerikanische Verpackung bekommen. Und bei der nächsten Figur, die ich euch heute vorstelle aus der zweiten Wave der Revelations, ist auch eine amerikanische Verpackung. Ja, hey, hey, denn Spike Ore ist bei mir eingetroffen. Ja, habe ich bei Amazon bestellt, kam an und auch hier ist eine Biografie von Spike Ore drauf enthalten. Da freue ich mich jetzt mega, 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 ihn auszupacken. Und den schauen wir uns jetzt erstmal, schauen wir uns die Verpackung an und danach packen wir ihn erstmal aus. Ja, und da steht er noch im Blister, Spike Ore in einer amerikanischen Umverpackung. Ja, oben, wie gesagt, steht 30 Points auf Articulation, darunter Masterverse und hier rechts aus der originalen Netflix-Serie. Und die Figur ist ab 6 Jahre aufwärts geeignet. Ja, auch diese Figur hat wieder eine Menge Deluxe-Zubehör. Dazu komme ich dann gleich beim Auspacken. Auch hier am Logo hat sich nichts geändert. Natürlich steht hier Spike Ore drauf und rechts von Mattel. Auf der Seite steht natürlich Spike Ore drauf und mit dem Unterbegriff, das gibt es auch nur bei den amerikanischen Verpackungen, Untouchable Master of Evil Combat. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es wieder ein hervorragendes Artwork. Das gefällt mir mega cool. Guckt mal an, Spike Ore in Angriffspose mit seinem düsteren, gefährlichen Blick. Auf der Rückseite der Verpackung gibt es weiterhin ein geiles Artwork von Spike Ore. Ja, hier sieht man ihn mit seiner Keule und mit seiner Spießhand. Ja, also mit ihm ist wirklich nicht gut Kirschen essen. Hier die besagte Biografie von Spike Ore. Und hier weitere Figuren, die aus der Masterverse erschienen sind. Demnächst kommt noch bei mir an Man at Arms und Beastman. Seid gespannt auf die nächsten Unboxings hier. Ja, Spike Ore sieht schon mal direkt vom Blister aus richtig cool aus. Mega, mega cool. Ja, und wie gesagt, es kommt in einer Deluxe-Version. Das sind ja alle Revelations-Figuren. Die haben immer Ersatzhände mit dabei und noch Waffen zusätzlich. Mega cool. Wollen wir mal auspacken? Und ja, sonst gibt es erstmal nichts zu sagen. So, das Gute ist auch, wie gesagt, den kann man anschließen, könnte man ihn wieder zurück tun. So war es oder ist es bei den europäischen Karten, nur ich musste lernen, bei Teela auch hier, hier fehlt auf alle Fälle die zweite
Verblisterung, die da drauf liegt. Denn da war gewährleistet, dass man keine Gummis für die Armgelenke braucht, ja, damit er fixiert ist. Dann konnte man ihn einfach wieder zurücksetzen. Bei Thiele habe ich gemerkt, wo ich sie wieder in den Blister reingetan habe nach dem Dreh, da ist der Blister wieder zerdötscht. Das war bei den europäischen Blistern nicht so. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht? Könnt ihr gerne reinposten. Das macht es schwieriger, ihn später wieder zurückzutun. So. Als erstes das Zubehör von Spike-Ohr. Ja, so sieht es natürlich nochmal fürs Protokoll. So sieht die Verpackung leer aus. Auch diese hat natürlich diese grauen Gesteinswand hinten. Ludwig ist auch wieder im Anmarsch, höre ich gerade, er tapst gerade und beim Namen Ludwig ist er zack wieder mit dabei. Guck mal, sag mal Hallo den Leuten, Ludwig, zack ist er da. Okay, du hast mich überzeugt, du darfst ausnahmsweise hier wieder mal auf meinem Schoß sitzen und mit mir die Figur entgegenfrönen. So, hier die Keule von Spike-Ohr in natürlich in Orange. Dann haben wir noch seinen Spießarm, damit kann er gut aufspießen. Das macht ihn richtig unberechenbar. Kann man aber nicht, sehe ich gerade, oder kann man ihn doch? Man kann diesen leider nicht rausziehen, wie bei der Vintage-Version. Leider nicht. Natürlich ein paar Hände. Ist ja schon bei den Revelations Tradition, Tradition. Ja. Der Trend geht ja auch zum neuen Paar Hände. Und jetzt die Figur. Ach, die muss ich ja sehr wahrscheinlich erstmal wieder hier öffnen. Obwohl, das ist ja schon. Diesmal ist kein Gummi, sondern irgendwie solche gummiartige. Ja, wie nennt man das? Laschen? Naja, auf alle Fälle ist das nicht verknotet, das Gummi. Wieder mal eine neue Variante, um Figuren zu fixieren. So. So. Mal raus mit dem guten Stück. So, der war wirklich an Ellenbeugen und an Fußgelenke war er mit diesem gummiartigen Zeug fixiert. Ich bin gespannt, ob ich ihn nachher wieder zurückgesetzt bekomme. Naja, so, Spike-Ohr, da bist du ja. Ja, die sieht ja schon mal richtig gut aus, ne? Die sieht ja richtig mördergeil aus. Gefällt mir richtig gut. Ja, das ist ja wirklich, also sein Gesichtsausdruck. Ja, und was gut ist, was ich jetzt schon sehe an den Seiten, die Originalfigur, die Vintage-Version, hatte an den Seiten, hatte sie auch sehr viele solche Spikes, solche Piker. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, wie schläft Spike-Ohr? So, wenn er so kann er gar nicht schlafen, dann wird er sich selber stechen. Und dann müsste er, theoretisch müsste er immer so gehen, weil diese Stacheln, ja, an seinem Panzer, ja, das geht ja, da wird sich selber wehtun. Hier haben sie eigentlich mit dran gedacht, ja, das ist hier ein bisschen realistischer gemacht worden. Er kann ja auch beruhigt auch seine Arme runterhängen lassen. Er kann auch alle, klar, das können die Revelations auch, er kann sie alle seine Teile kann er bewegen, ja, Hände, Ellenbeuge, aber auch hier, Schulter, kann man aber nicht rausmachen, sehe ich. Beine, Füße, Knie, wie gesagt, 30 Gelenkpunkte hat Spike-Ohr auch. Auch hier hinten, ach toll. Der Paintjob, jetzt gucke ich mir mal ganz genau den Paintjob hier an, richtig cool. Man kann auch seine Rüstung abnehmen, da wollen wir natürlich mal machen. Wir wollen mal gucken, wie sieht das Spike-Ohr unter der Rüstung aus. Da kann man natürlich auch den Kopf dazu abmachen. Klar, kennen wir ja. Kopflos, ne? Machen wir ab. Ja, er hat natürlich den gleichen Oberkörper wie all die anderen männlichen Charaktere aus der Serie. Der Masterverse-Reihe. So. Jo. Sieht schon ein bisschen komisch denn aus, ne? Er muss diese stachelige Rüstung haben. Ja, und er kann natürlich auch den Oberkörper, kann er natürlich hier um 360 Grad drehen. Das, ne? Auch hier oben rum kann er sich ein bisschen nach vorne beugen. Nicht viel, ein wenig. Ja, auch diese tolle Farbgebung. Gefällt mir richtig gut. Auch ja, Spike-Ohr, der war nie bei mir hoch im Kurs, aber mit dieser Figur, muss ich lassen,
bin ich schon ein bisschen schockverliebt. Ja? Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr schon mal dazu einverstanden mit Spike Ohr hier? Also gefällt mir auf alle Fälle schon mal besser als die, jetzt steinigt mich bitte nicht, besser als die Vintage-Figur damals in den 80ern. Dann kriege ich das jetzt hier nicht zu. So, ist das wieder eine kleine Fimmelsarbeit, ne? So, einmal, zweimal zu, Kopf drauf. Ja. Jetzt kann man natürlich auch mal, wir tauschen jetzt mal das Handgelenk natürlich zu seinem Spießarm. Ja, cool. Das ist so Spike Ohr, den man kennt, ne? Ja, cool. Hier nochmal dazu die Waffe. Das ist wirklich ein unheimlicher Kämpfer auf der Seite von Skeletor. Ihn gab es auch nicht so oft in den Filmation-Cartoons zu sehen. So. So. Sieht man das? Ja, man sieht es doch, ne? Der unheimliche Kämpfer. Er spießt alles auf, was ihm entgegenkommt. Er mag auch gerne Spießbraten. Wahrscheinlich. Aber er ist hoffentlich auch nicht spießig. Ja. Coole Figur. Wirklich, wirklich gut. Das gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, habe ich auch in der letzten Sendung schon gesagt, mittlerweile erreicht die Masterverse-Toyline auch diverse Comicläden. Ich habe auch gehört, dass diese Figuren der ersten und zweiten Wave es auch in Essen in einem Spielzeuggeschäft geben oder einem Comicladen, dass es da gibt. Aber auch in Dortmund wurde mir zugetragen, in Hamburg. Also Mattel macht jetzt, es ist ein bisschen schwierig, da die Keule in die Hand zu geben. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich muss den Arm austauschen. Moment. Obwohl, das war der rechte Arm. Und das sind hier geballte Fäuste. Hier die auswechselbare Hände, die sind geballt. Die kann man gar nicht auseinander machen, geschweige denn eine Waffe einlegen. Ja, das ist ein Nachteil. Aber hier ist wirklich Katastrophe, das muss ich lassen. Moment. Er muss doch die Keule richtig halten können. Ach, nee. Ihr könnt euch zwischenzeit mal euch noch ein Butterbrot machen gehen, bis der Marc hier fertig ist, bis er hier diese Keule eingelegt hat. Moment, Ludwig ist auch am Schlafen. Was machst du, Ludwig? Alles klar, gefällt dir, Spike Ohr? Der geht mit dir heute Gassi. Ach, jetzt geht's. So, ein bisschen Fummelarbeit. Oh, ja. He-Man, jetzt geht's dir an den Kragen. Ja, jetzt pack ich dich. Ja, auch die Standfestigkeit ist natürlich besser als bei den weiblichen Figuren. Ich sagte es euch ja schon letztes Mal bei dem Unboxing von Teela. Damit hat Mattel ein wenig Probleme. Aber bei den Origins ist das genau das Gleiche bei den weiblichen Charaktere, dass die schlechter stehen als die männlichen. Ja, was gibt es denn noch zu sagen über diese tolle Figur? Ja, wie gesagt, hier kann ich gar nicht über einen Paintjob sagen. Der mies ist, der ist gut, der Paintjob. Ja, auch unterm Lendenschurz ist alles okay, ja. Auch er hat kein Unterhöschen an. Aber mir gefällt's. Super tolle Figur. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Figur findet und ob ihr sie schon bekommen habt. Und dann möchte ich mich auch schon für heute verabschieden mit diesem kleinen Unboxing zu dem Masters of the Universe Revelation Spike Ohr aus der Masterverse-Reihe. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, ne, Ludwig? Denn Ludwig ist dann wieder mit dabei. Er schläft jetzt tatsächlich hier, jetzt ist er wieder wach, auf meinem Schoß. Jetzt werde ich gleich mit Ludwig Gassi gehen. Spike Ohr ist mit am Start. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt weiterhin sammelwütig. Und ja, bis dahin sage ich, wie gesagt, tschö. Tschö. Kannst gehen, Ludwig. Go away.